Ventitreesimo dialogo. L'appartamento nuovo. In questo dialogo, Lisa va ad abitare in un nuovo appartamento e invita la sua amica Tina a farle visita. Buon ascolto. Hallo, Tina. Hallo, Lisa. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Bist du zu Hause? Ja. Warum fragst du? Ich kaufe gerade ein. Deine neue Wohnung ist doch in der Nähe vom Supermarkt. Ja. Ich möchte dich besuchen. Hast du Zeit? Ja. Gute Idee. Wann kommst du? In circa 20 Minuten. Super. Ich bereite etwas zu essen vor. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Zwanzig Minuten später. Komm herein, Tina. Das ist meine neue Wohnung. Wow, so schön. Stell deine Einkäufe doch auf den Tisch. Das Wohnzimmer ist groß und hell. Ja, es gibt zwei große Fenster. Das Sofa ist bequem. Der Fernseher ist modern. Der Tisch und die Pflanze sind aus Japan. Die Lampe auch, oder? Ja, und die Kissen hier auch. Komm mit, ich zeige dir jetzt die Küche. Das ist meine Küche. Sie ist klein, aber praktisch. Es gibt ein Waschbecken. Es gibt einen Tisch und zwei Stühle. Es gibt einen Herd mit Backofen. Es gibt einen Kühlschrank. Die Küche gefällt mir. Essen wir danach Sushi? Ja, aber komm. Ich zeige dir jetzt noch das Schlafzimmer und das Bad. Das ist mein Schlafzimmer. Es gibt ein Bett, es gibt eine Lampe, ich habe eine Kommode, aber ich habe noch keinen Kleiderschrank. Das Bild ist schön. Ja, es zeigt meine Heimatstadt in Japan. Hier habe ich noch einen Teppich. Komm mit, wir gehen ins Badezimmer. Das ist mein Bad. Es gibt zwei Spiegel, ein Lavabo, eine Toilette und eine Dusche. Hallo, Tina. Hallo, Lisa. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Bist du zu Hause? Ja, warum fragst du? Ich kaufe gerade ein. Deine neue Wohnung ist doch in der Nähe vom Supermarkt. Ja. Ich möchte dich besuchen. Hast du Zeit? Ja, gute Idee. Wann kommst du? In circa 20 Minuten. Super. Ich bereite etwas zu essen vor. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Zwanzig Minuten später. Komm herein, Tina. Das ist meine neue Wohnung. Wow, so schön. Stell deine Einkäufe doch auf den Tisch. Das Wohnzimmer ist groß und hell. Ja, es gibt zwei große Fenster. Das Sofa ist bequem. Der Fernseher ist modern. Der Tisch und die Pflanze sind aus Japan. Die Lampe auch, oder? Ja, und die Kissen hier auch.
Komm mit, ich zeige dir jetzt die Küche. Das ist meine Küche. Sie ist klein, aber praktisch. Es gibt ein Waschbecken. Es gibt einen Tisch und zwei Stühle. Es gibt einen Herd mit Backofen. Es gibt einen Kühlschrank. Die Küche gefällt mir. Essen wir danach Sushi? Ja, aber komm. Ich zeige dir jetzt noch das Schlafzimmer und das Bad. Das ist mein Schlafzimmer. Es gibt ein Bett, es gibt eine Lampe, ich habe eine Kommode, aber ich habe noch keinen Kleiderschrank. Das Bild ist schön. Ja, es zeigt meine Heimatstadt in Japan. Hier habe ich noch einen Teppich. Komm mit, wir gehen ins Badezimmer. Das ist mein Bad. Es gibt zwei Spiegel, ein Lavabo, eine Toilette und eine Dusche.